Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, weiter geht's mit Captain of Industry. Liebe Leute, ich habe ja beim letzten Mal oder bis zur letzten Folge ein bisschen vorproduziert. Vielen Dank wieder für einige Kommentare und es gab in der Zwischenzeit auch einen Patch, der nochmal ein paar Sachen geändert hat und verbessert hat, die auch uns immer mal wieder betroffen haben. Unter anderem eine Sache, dass wenn hier diese Slider eingestellt sind, dass es dann manchmal zu Blockaden kam sozusagen, wo wirklich ausschließlich dann da was hingebracht wird, wenn diese Bedingungen der Slider erfüllt werden. Wenn die erfüllt werden und das ist jetzt ein bisschen aufgeweicht worden, da fahren die LKWs auch ansonsten da mal hin. Das hatten wir ein paar Mal, dass man da einen Slider nochmal verschieben muss, damit wieder was passiert. Das tun sie jetzt auch automatisch hier unten. Beim Cargo Ship haben sie einige Sachen verbessert. Alles habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ich weiß, dass wir hier jetzt auf jeden Fall sehen, was in der Welt verfügbar ist. Available to pick up. Das wird jetzt hier quasi genauso angezeigt, wie das auf der Weltkarte auch angezeigt wird. Also das, was maximal hier eingelagert werden kann und der Teil, der da drin ist momentan. Und das ist erstmal cool, dass wir das sehen können. Dann vielen Dank für einen Kommentar, wo ich eventuell nochmal ein Frachtdepot hinbauen könnte, das momentan kein Benzin mehr hat. Deswegen mache ich das Ding nochmal an hier. Nämlich hier unten, das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, hier gibt es eine gute Küstenlinie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das geht. Es haben ja auch einige, ich glaube sogar derjenige, der mir das beschrieben hat, hat gesagt, wahrscheinlich brauchst du kein weiteres. Aber theoretisch wäre es vielleicht hier irgendwo denkbar. Man müsste ein bisschen suchen. Oder noch ein bisschen aufschütten. Aber irgendwo hier, da. Da war es doch gerade schon. Oder? War es nur ein bisschen grün. Naja gut, wir werden irgendwo hier was finden und ansonsten vielleicht die Möglichkeit bekommen, mit ein bisschen Aufschütten kann man hier sehr gut was ransetzen. Also, Dankeschön für den Tipp. Aber wir haben nach wie vor unser großes Rohölproblem. Das Schiff hat gerade auch kein Benzin. Das werden wir jetzt nochmal ändern, indem wir das Ding jetzt doch nochmal anstellen. Und ich habe gesehen, auch das hier läuft natürlich noch nicht so sauber, denn jetzt blockiert das nicht ablaufende saure Wasser momentan die weitere Dieselproduktion, was daher kommt, dass wir hier nicht genug Ammoniak rausgeben, weil der natürlich nur 6 Ammoniak benutzt, alle 60 Sekunden und der hier aber 12 produziert. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen nachschauen. Auch hier gibt es noch Probleme, aber das ist nicht so schlimm. Der Stickstoff kommt hier einfach mit dazu. Momentan haben wir davon zu viel, aber wir können auf jeden Fall eine zweite Chemiefabrik zumindest theoretisch erstmal basteln. Dünger ist jetzt nicht unsere erste Geschichte, unser erster Anlaufpunkt, aber ich würde das trotzdem mal machen, weil es sind einfach sonst ungenutzte Dinge und ist gut für den Kreislauf. Ich baue aber gleich trotzdem davor nochmal, ach, jetzt gebe ich hier Chemie ein. Ups, das muss ich aber richtig schreiben, sonst kann er es nicht finden. Baue aber trotzdem gleich nochmal hier auch noch einen Verteiler, damit das saure Wasser im Notfall auch woanders hinlaufen kann. So, dann wollen wir das hier nochmal zusätzlich anbauen. Muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal hier reingucken. Hier kommt die Säure rein und das Schwefel, der Schwefelspaß. Und das ist das Wasser, oder was? Warte mal. Was kommt denn hier eigentlich durch? Das läuft, da läuft, ja, das Wasser läuft hier rein. Genau. Okay. Und eigentlich hätten wir hier auch mit 24 Wasser genau das, was wir hier insgesamt brauchen. Dann probiere ich das mal, haha, daneben zu stellen, was natürlich nicht geht, weil wir genau da das Rohr haben. Das ist natürlich hervorragend. Dann bauen wir jetzt auch nochmal das Rohr um. Ja, aber was soll man machen? Ich baue das erstmal auf der anderen Seite. Momentchen. So, Förderstrecken, Rohrleitung. Fangen wir hier oben an und bauen das an der Strecke vielleicht mit ein bisschen Platz. Bauen wir es halt hier lang. Auf eine Höhe 3 natürlich. Bauen wir erstmal gerade nach unten und dann hier rüber, wenn das nicht will, anders. Moment.
da irgendjemand hin. Dann bauen wir hier doch gerade rüber einfach. Anfang ist an die gleiche Förderstrecke angeschlossen. Ja, das haben wir doch immer das Problem. Dann bauen wir das jetzt erstmal hier hin. Basteln uns das da zurecht und dann können wir ja gucken, dass wir das dann anschließen und das abschließen, sobald das steht. Und dann basteln wir uns da eine Chemiefabrik daneben und dann sollte das auch funktionieren. So, das machen wir gleich. Santa Maria hat wenig Kraftstoff, wie gesagt, sollte sich hoffentlich... Nein, nicht pausieren. Sollte sich hoffentlich regeln im Laufe der Zeit. Und danke auch nochmal der Tipp, dass wir uns vielleicht... Also zum einen, ich werde die Mannschaft nochmal losschicken hier. Hier ist noch Rohöl eingelagert, das wird ja jetzt mit den LKWs rübergebracht. Ich würde das Schiff nochmal auf die Weltmeere schicken, auch wenn wir jetzt gerade, wie gesagt, wenig Diesel haben. Aber ich denke, vielleicht haben wir ja nochmal die Chance, irgendwo anders nochmal eine Bohrinsel zu finden. Und das wäre für uns sicherlich nicht so schlecht. Aber viele Orte gibt es nicht mehr. Da können wir nochmal hinfahren. Dann können wir uns auch auf der Weltkarte nochmal ans Glas machen oder uns das Glas mal anschauen. Und zwar ist das hier. Davon haben wir ein bisschen was und wir können uns ein bisschen Glas besorgen, um damit die größeren LKWs zu bauen. Wir können ja jetzt mal, oder beziehungsweise ich gucke jetzt einmal noch, was die größeren LKWs brauchen. Die brauchen 40 mal die Fahrzeugteile 2. Die haben wir, wo sind sie denn überhaupt, unsere Fahrzeugteile? Da. Und hier bräuchten wir dreimal Glas für ein, für 6. Das heißt, 40 brauchen wir, das sind 8 mal, das, der Spaß, 7. Ja, komm, wir kaufen mal so 60, würde ich sagen. Ah, und den Ruf haben wir noch nicht. Dann spenden wir doch mal was. Dann müssen wir erstmal was spenden und dann, das sollten wir aber hinkriegen. So, Fahrzeugverwaltung. Warum hier jetzt so ein großes Nichts ist, weiß ich nicht. Das ist irgendwie neu. Aber nach wie vor bleibt es dabei. Das Wichtigste ist hier die Ölgeschichte. Wird da jetzt hier aufgebaut? Ich glaube schon, ja. Das Öl kommt hier durch, wird aber derzeit auch noch hier rausgebracht. Nee, doch, es kommt noch hier rein, das Öl. Das Benzin, der Diesel, meine ich. In die Gummiproduktion. Also nur halbe, was wir hier verteilen. Er sollte trotzdem, jetzt hat er 78,80 gleich genug bekommen. So, und da jetzt hier 396 zur Verfügung sind... Müsste er das eigentlich abholen können, weil ich meiner Meinung nach... Ah ne, 440 passen bei ihm jetzt rein. Oder kann er holen, weil wir zwei so eine Dinger haben. So verstehe ich das jetzt. Also der fährt quasi los, wenn 440 zur Verfügung sind. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und wenn wir hier jetzt noch mehr anbauen, dann wird er erst fahren, wenn noch mehr zur Verfügung steht. Sollte aber vielleicht trotzdem sinnvoll sein, das so zu tun. Jetzt gucken wir noch einmal, ob das stimmt. Jetzt sind es 86. Ja doch, da fährt er los. Wunderbar. Genau, sobald er über 440 ist. Das heißt, es würde uns schon was bringen, wenn wir hier noch so ein Ding ranbauen. Hat auch jemand von euch geschrieben. 4 Flüssigkeitsmodule hier anzubauen wäre das Sinnvollste. Das heißt, kann ich das, wenn ich es verbessere, mache ich das Stückgutmodul. Das heißt, ich reiße den Spaß jetzt hier ab, beziehungsweise baue auf jeden Fall erst einmal noch ein Modul daran. Noch ein Flüssigkeitsmodul M. Und auch hier soll ein Flüssigkeitsmodul M. Das geht so nicht. Da müssen wir es erst abreißen. Dann reißen wir das doch ab. Und dann bauen wir da ein Flüssigkeitsmodul. Und das starten wir auch hier. Na, komm. Also auch beim Abbau haben sie nochmal was geändert. Das soll irgendwie auch deutlich schneller gehen. Das ist irgendwie in andere Bereiche aufgeteilt worden, sodass es weniger Fahrten braucht. So habe ich es verstanden. So.
So, Dünger sollten wir im Übrigen auch sowieso noch einbringen in ein Lager. Nee, ich wollte es nicht höher machen. Entschuldigung, so. Das können wir eigentlich auch relativ direkt machen, finde ich. Daneben kommt noch so ein Ding. Dann baue ich es mal da so ran. 1, 2 direkt daneben. Und eine Förderstrecke auch direkt da ran. So, dann kriegen wir den Dünger da noch raus. Dann blockiert das hier nicht so. Und genau, und ich wollte hier, damit das hier auch in schlechten Zeiten funktioniert, das doch nochmal anbauen an die Abwasserleitung, die jetzt hier oben steckt, richtig? Schauen wir nochmal rein. Die läuft hier hinten rein, genau. Okay, dann werde ich das da trotzdem nochmal anbringen. Das darf ich nicht von da machen. Teilen wir es hier oben auf und bringen es hier ran. Wie du findest es nicht, du sagst mir doch, dass es geht. Na also, so, und das baue ich auch sofort. Dann kann das saure Wasser da nochmal ablaufen. Zumindest so lange, wie das nicht funktioniert hier unten. Natürlich könnten wir das, sobald es dann richtig läuft, müssten wir das eigentlich wieder abreißen. Damit wir dann nicht nur die Hälfte hier unten rausgeben. Oder eben einen Prioritätsstecker da irgendwie anstecken. So, das mit der Priorität hat mir auch nochmal jemand erklärt. Und zwar mit der Säure da hinten auch. Beziehungsweise es hat jemand nochmal geschrieben, dass wir doch am besten, das war der Vorschlag, wirklich nochmal eine Rohrverbindung von der Säure hier rüberlegen. Und dann auch nochmal eine Verbindung, habe ich jetzt vergessen. Muss ich mir nochmal durchlesen, was du da geschrieben hattest. So, wir können auch keine Bäume mehr abbauen. Das machen wir nochmal schnell. Wo machen wir das schnell? Machen wir das hier hinten. Irgendwann gibt es halt keine Bäume mehr, ne? Und wollen wir hier schon mal anfangen mit der Kohle und so? Also, ja, erkundet auf jeden Fall. Das Schiff erkundet, das ist schön. Scheint auch nicht auf kriegerische Aktivitäten gestoßen zu sein. Und hier ist das Schiff noch nicht wieder angekommen. Das dauert alles eine Weile. Aber es wird hier freundlich gebaut. So, dann machen wir auch das letzte Flüssigkeitsmodul planen wir auch noch mit an. Dann kommen da die schönen Rohrleitungen ran. Ist das eigentlich Rohrleitung 1 hier? Nein, es ist 2. Es sieht so unblau aus. So, dann kommt das hier noch mit rein. Hier kommt dann aber drei. Da ist das Schiff auch wieder. Okay, das sollte jetzt, genau, das hat jetzt 440 geladen, richtig? Und hat zumindest mal wieder 40 Diesel sofort. Ja, das ist tatsächlich einfach pro Teil. Ah, okay. Jetzt macht es auch hier Sinn, wenn man das sich anschaut, dann wird einfach jedes Modul von da auch auf dem Frachtschiff so angebaut. Das ist doch super. Okay, der Standort ist erkundet. Unser Schiff hat eine Siedlung entdeckt. Wir haben 7 Gummi und 14 Kupfer. Kommen wir noch weiter? Nee, natürlich nicht. Was gibt es hier? Wir können Lebensmittelpackungen. Heieiei. Für 600 Rohöl. Gold für 660. Und Fahrzeugteile 2 für 660. Das sind sogar richtige Verträge. Wir müssen natürlich den Ruf verbessern. Auf 2 sogar. Hui, das ist aber nicht schlecht. Das ist ja gar nicht schlecht. 600 Einheiten. Okay, das ist also unsere nächste Runde, auf die wir uns versteifen müssen. Und dazu brauchen wir aber Konstruktionsteile 2 erstmal und dann 3 wahrscheinlich für die nächste Stufe. Okay, good to know. Machen wir auf jeden Fall. Good to know. Das klang jetzt ein bisschen komisch. Und ich fahre nochmal zurück nach Hause. Und dann schauen wir weiter. Brauchen wir noch mehr Flüchtlinge? Habe ich eigentlich das Ding schon wieder ausgeschaltet? Ja, habe ich.
Ich lasse mal ruhig ein bisschen schneller laufen hier. So, momentan, das haben wir aus. Das Ding ist schon umgebaut. Dann setze ich jetzt, reiße ich jetzt nur sehr wenig ab hier. Beziehungsweise, Moment, ich glaube, damit das ordentlich funktioniert, müssen wir schon an der Stelle abreißen auch. Und dann setzen wir, sobald das frei ist, beziehungsweise, das können wir ja mal schnell machen hier, weg damit. So, und dann setzen wir das hier ran. Auch das wollen wir schnell liefern. Und dann läuft es dadurch und dann haue ich das hier wieder weg. Und zwar bis zum Anschlusspunkt. Okay, dann setzen wir, und jetzt haben wir keine Energie mehr, weil die hier jetzt wieder nicht laufen, weil das hier nicht läuft, wa? Oder läuft das jetzt wieder? Ach, die laufen sogar. Warte mal. Die laufen hier nicht, oder was ist los? Die laufen gerade ziemlich lahmarschig. Der aktuelle Bedarf liegt auch bei 2,55. Und wir produzieren 1,9 Gigawattstunden. Megawattstunden. Also, die laufen auf Hochtouren hier. Das ist ja wunderbar. Vielleicht müssen wir den ganzen Spaß das hier einfach ein zweites Mal machen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir genug Rohöl dafür kriegen. Also gar nicht diesen Bereich mit dem Gummi, sondern diesen Bereich hier. Also Öl auf diese beiden Teile hier. Denn ich glaube, wir können mit dem Kram ja jetzt relativ bald wieder noch was Besseres machen. Nicht was Besseres, sondern also noch mehr verwenden von diesen Destillaten. Das könnte uns durchaus noch was helfen. So, hier sind wir dann doch so weit, dass wir jetzt langsam mal, obwohl wir können immer noch hier weitermachen, nochmal das Gebiet ändern. Und da nochmal mehr abtragen. Ja, das macht wenig Sinn. Obwohl hier schon noch. Die 9er Runde können wir da mal sein lassen. Und beziehungsweise, wir können eigentlich sogar, lass mal gucken, dass wir auf 7 gehen hier flach. Müsste eigentlich auch funktionieren. Nee. Ach so, auf die 8. Ja gut, okay. Holen wir das erstmal da runter. Und dann sehen wir weiter. Schauen wir mal. Gut, nicht das größte Problem. Wir brauchen wahrscheinlich auch, wie ich das hier, wenn ich das hier richtig sehe, mehr Stahl. Es kommt so langsam. So, und haben wir jetzt schon die Sachen hier reingebracht? Laden des Schiffes für das Beschaffen für die Siedlung. Das bitte mal starten, dass wir die Konstruktionsteile 2 da hochbringen. Außerdem hat das Schiff natürlich überhaupt keinen Kraftstoff und das Rohöl wird jetzt gerade auch gar nicht hier so richtig krass rübergebracht, obwohl doch, sie bringen es eigentlich. Sie können halt nur 20 auf einmal. Das heißt, es wird wirklich Zeit, dass wir die neuen, LKWs bekommen, aber insgesamt ist das ja okay. So, 440 heißt, gerade ist das Schiff unterwegs und bringt mal richtig viel. Kann das sein? Es ist jetzt 1000 dort verfügbar. Wir können bis zu, ja, wir müssten eigentlich sogar noch mehr als 1000 holen können. Der Kraftstoff kommt hier unten rein. Das ist aus, das ist okay. Und das hier lassen wir, ja, okay. Wir sind also ganz knapp jetzt mit dem, mit der Elektrizität. Das läuft nur gelegentlich. Brauche noch eine Chemiefabrik, da brauche ich aber auch noch mehr Energie für. Aber jetzt passt sie erstmal hier hin.
Wasser, Dings, haben wir das da oben umgedreht? Ich glaube nicht. Bauen das hier direkt ran. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das darüber. Da steht so ein Schornstein im Weg. Vielleicht plane ich es doch erstmal. Ich würde es gerne eigentlich auf die gleiche Höhe haben. Gucken wir mal, ob wir das da reinkriegen. Das hier könnte geradeaus. Das hier müsste allerdings dann. Na, wir können es hier auch nochmal aufteilen. Das ist das Wasser. Das sind hier 6 und da 12. Ja, okay. Müsste eigentlich trotzdem gehen. Förderstreckenbreitung hier rüber. Gucken wir mal, ob wir da rumkommen. Dann geht es natürlich erstmal nach oben. Müssen wir mindestens auf der 2 bleiben. Ja, das müsste eigentlich sogar gehen. Moment mal, wenn wir da hier reingehen, dann den von hier da reinstecken, müsste doch eigentlich das letzte im Bunde, das hier, da noch reinpassen. Geht so weit. Ich weiß nicht, ob das jetzt unendlich erweiterbar ist in der Fassung. Aber wir bauen das mal. So, aber wir brauchen mehr Energie. Und unsere Dieselgeneratoren jetzt noch zu nutzen, ist wirklich, das macht eigentlich wirklich keinen Sinn mehr. Auch wenn wir das hier tatsächlich immer noch mal tun. Wir brauchen einfach so viel mehr Energie. Na gut, also ich sehe gerade nicht, wie wir das ansonsten kriegen wir das hier komplett unterstützt. Jetzt läuft das hier schon wieder aus. Ich hoffe, dass unser Schiff bald wieder da ist. Wenn wir hier das verdoppeln, muss ich mal kurz überlegen, wie das genau funktioniert. Wir haben die Kohle, die wir brauchen für den Heizkessel. Also, ich glaube, ich probiere mal. Das müssen wir jetzt auch wieder planen. Also, kopiert werden müsste ja eigentlich dieser Bereich hier. Aber eigentlich hier so rein, dass es dann nicht zu weit weg ist, der ganze Spaß. Oder setzen wir das, warte mal, setzen wir das so oben drüber, wenn das überhaupt gehen würde, theoretisch. Der erste Anschluss, den wir brauchen, naja, wir müssen den Abfluss dann hinten rüber kriegen. Wir brauchen den. Ja, wahrscheinlich macht es mehr Sinn, das hier unten ranzusetzen, einzeln. 1, 2. Und dann die ganzen Dinger nochmal zu kriegen. Ja, wir gucken mal, ob wir das so hinkriegen. Ich plane das mal an. Also, liebe Leute, dauert noch ein bisschen, Verzeihung. Aber wir haben Wasser, Dampf und heiße Luft. Und Kohle. Also, Kohle geht hier einfach. Ups, Kohle kommt hier einfach von. Ah, das ist sogar ein einfaches. Das müssen wir verbessern auf ein zweifaches, damit wir jetzt da doppelte Geschichte kriegen. Dann kommt die Kohle von da. Die geht auch da raus, aber die kann ja von hier auch hier rein. So. Dampf ist eigentlich nicht das Problem. Das recyceln wir mit einem Schornstein. Gerne richtig rumgedreht. Hallo? Ah, falsche Richtung. So. So. Und dann kommt der Dampf hier raus. Oh Gott, das ist echt ja komplizierter, als ich das möchte eigentlich, ne? Dann brauchen wir diese beiden Sachen. Also einmal den und einmal den, der wiederum bringt den Spaß da rein. Ach Mann, ey, es ist echt zu eng. Es ist eigentlich echt zu eng. Aber wir können natürlich in der Hoffnung, dass das wirklich nur noch ein weiteres Mal passiert. Warte mal, ich nehme das dann nochmal raus hier, den Spaß. Ich hoffe, du machst das jetzt auch weg. Naja, wenn ich das jetzt wegmache, dann haust du das Ding da ab. Ne? Ja, so war es nicht gedacht. Aber na gut, es wäre jetzt auch nicht so wild gewesen. Das soll natürlich nicht geplant sein. Bitte wieder anschließen. Ich probiere es doch mal mit dem Kopieren.
dann können wir den Spaß und eventuell bringen wir das Ding, warte mal, da brauchen wir die Kohle. Da unten kommt das Gas gerade raus. Die Kohle können wir von da holen. Wasser. Lass jetzt mal ein bisschen Platz hier. So, dann gucke ich mal, ob wir die Kohle von hier einfach abholen. Das wäre ja jetzt auch nicht so das Schwierigste oder das Schlimmste. Auch hier würde ich das Ganze auf 2 verbessern. Dann nehmen wir das U-förmige Band, müssen hier oben ran. Kommen natürlich da nicht lang, weil da das Rohr ist. Also machen wir es daneben. Lassen das so weit oben, wie es geht. Und schicken es hier erstmal wieder hoch und hier lang. Na, mal schauen, ob das geht. Kommen wir jetzt da runter schon? Ja. So. Das wäre Eingang Kohle. Dann brauchen wir Eingang Wasser. So, Wasser kommt von hier manchmal. Ah ne, kommt nicht mehr von da, weil wir das Wasser jetzt von wo bekommen? Von hier, hier, von außen. Das ist doch gut, dann holen wir uns das da wieder ab. Jetzt darf ich das wieder nicht an der Ecke machen, ne? Ah, doch, das geht mittlerweile auch. Sehr gut. So, da wollen wir... Nochmal, von da. Hier rüber. Da. Da runter. Gewählte Position wurde nicht gefunden. Irgendwas will er gerade nicht. Lach mal ein bisschen, lass mal höher. Dann macht doch noch ein Stück hier raus und dann darum. Und eigentlich ging das doch bisher immer sehr schnell nach unten. Genau. So. Dann haben wir das schon mal. Ich glaube, ich fange einfach an, das zu bauen. Das wird schon irgendwie hinhauen. So, dann kommt der da ran. Ja, komm, wir fangen an zu bauen. Keine falsche Bescheidenheit hier, dass... Wir basteln den Spaß da jetzt ran. 1, 2, 3, 4. So. Dann gehen wir da beim Ausgang. Das müsste ja eigentlich auch stimmen. Zumindest erstmal da unten. Da komme ich gar nicht mehr ran. Was ich nicht bauen muss. Das ist ein bisschen die. Das ansonsten müssen wir eh alles bauen. Ich nehme mal diese beiden hier erstmal raus. Und den Abfluss müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen anders legen. Und ansonsten können wir das eigentlich so bauen und müssen dann nur schauen, wollen wir hier oben die beiden Energieträger ran basteln. Kommen die dann da noch durch? Ich denke schon. Oh, was ist jetzt hier? Warum lauft ihr jetzt nicht weiter? Haben wir schon jetzt kein, haben wir kein Öl mehr oder ist jetzt irgendwas anderes im... Aber das Wasser läuft doch hier durch, warte mal. Da, doch, du bist am Machen. Es läuft auch wieder an, okay. Na gut, na gut, na gut. Alles ein bisschen hackelig, aber wir bauen jetzt erstmal und die fangen auch hier ordentlich an. Insofern, alles gut. Alles gut, wir kriegen das da schon hin. Und genau, das wollte ich einmal gucken, ob das da oben ordentlich hinpasst oder nicht. Dieses Ding. Das kann man da schon hinpacken.
Da müssen sie halt oben dran lang fahren. Wir können es auch theoretisch seitlich stellen und hier dann so dran packen. 1, 2 macht aber jetzt mit dem Platz da oben jetzt nicht so viel Unterschied. Aber das wäre auch möglich. Dass wir da nochmal ein bisschen safer werden, was die Energieproduktion angeht. So, und hier haben wir aber doch glatt ist das. Unglaublich. Richtig schön sauber. Und da das so schön schräg ist, müsste es doch eigentlich auch immer schön weiter runterfallen hier, der Spaß. Okay. Du bist schon wieder angedockt, schon seit langem wahrscheinlich. Haben wir den Kram fertig. Beladen des Schiffes starten. Wir können das Schiff auf den Weg schicken. Wunderbar. Dann machen wir das doch. Dann schicken wir das Schiff auf den Weg zu... hier war's. Fracht ausliefern, genau. Damit wir unsere Glasplatten bekommen und dann auch unsere schönen neuen Fahrzeugteile bauen können, die dann auch umgebaut werden zu schicken großen Transportschiffen. So, Fahrzeugteile haben wir genug, deswegen haben wir das hier pausiert. Das ist okay, wir sind extrem ausgelastet. Bald haben wir aber die Fahrzeugverwaltung 3, die uns neue LKWs erlaubt. Und es kommen ja dann auch noch die anderen neuen LKWs nochmal ran. Ich würde das jetzt noch nicht hier anmachen, damit wir hier die Blockade aufrechterhalten, dass wir jetzt das nicht verschwenden. Beziehungsweise wir können es eigentlich auch starten, fällt mir gerade auf. Weil dann liegt es halt hier drin. Ist auch in Ordnung. Wasser und Kohle zu Dampf. Obwohl, die dann... Moment mal. So, baut mal weiter hier. Baut mal diesen Spaß auf jeden Fall. Diesen Spaß auf jeden Fall. Hier die Verbindung. Hier oben geht's Richtung Abwasser. Können natürlich auch erstmal, wir verbrauchen eigentlich keine Zusatzressourcen bei dem Kram. Ich mache das mal hier tatsächlich alles schon an. Das war der falsche. Nee, doch nicht. Dann müssen wir das nur noch Richtung Abwasser nochmal verbinden. Aber das sollte eigentlich auch kein Problem sein, weil es müsste das hier sein. Da schauen wir gleich, sobald wir es aufgebaut haben. Okay. Also, liebe Leute, ich fummel mich hier weiter durch, aber wir kommen etwas näher. Und schaut mal, das Ding ist voll jetzt. Hier ist alles voll, das werden diese 4 Frachtgeschichten gemacht haben. Und ich schätze mal, dass wir momentan sogar so einen Hauch mehr produzieren, als wir gerade abholen können. Aber ich freue mich erstmal über 3 volle Flüssigkeitsspeicher hier. Und auch ein bisschen Diesel im Frachtdepot für unser Schiff. Das sollten wir dann vielleicht auch tatsächlich, wenn wir das hier jetzt nochmal aufgebaut haben, dann sollten wir den Diesel auch von da rausholen und hier reinbringen und diese ungünstige Rohölproduktion rauslassen. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Chemiefabrik, Heizkessel, Schiff zur Siedlung, gelieferte Fracht, hervorragend. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit den ersten Glaslieferungen aus dieser Siedlung. Bis dahin, macht's gut.